Firstly, I would like to welcome Richard and Lepke, who are currently here in the country. We are very happy to have you here. And I'm also very happy that you have enjoyed your stay here in Bhutan. And I hope you go back with very good memories. Ich wusste nicht, was ich von Bhutan erwarten soll. Ich hatte wenig gelesen, nur ein bisschen, dass es ein Königreich ist, dass es relativ sauber ist, aber mehr wusste ich eigentlich nicht. Tourists who come to Bhutan, they have a very, like, they get an insight to our rich cultural heritage. And it's something that they will get, which they won't get anywhere in the world. Want tourists coming in the country and just doing whatever they want, because we value our culture, we value our tradition. We must strive to preserve this culture and cultural heritage, which is very important to us and which is our very survival. Erst seit 1974 hat Bhutan vorsichtig seine Grenzen auch für Touristen geöffnet. Paro Airport ist der einzige Flughafen im Land, der über kleine, kurvige Straßen mit dem Rest des Landes verbunden ist. Tourismus und Wasserkraft sind die Haupteinnahmequellen der bhutanesischen Regierung. Was die Schweiz für Europa, das ist Bhutan für Asien. Ein relativ reiches Land, von Armut sieht man ja eigentlich so gut wie gar nichts. Und auch landschaftlich ist es schon vergleichbar, die Berge und überall die Klöster, überall Klöster. Was mich besonders gefreut hat, war Guru Rinpoche. Da habe ich endlich herausgefunden, was die Statue, die ich vor 3 Jahren in Indien gekauft habe, wirklich repräsentiert. Und der ist auch überall präsent in den ganzen Klöstern, die wir besucht haben. Der König ist eine absolut faszinierende Persönlichkeit, was der hier mit dem Land anstellt, was der vorhat. Einzigartig, wirklich einzigartig. Die Staatsform umzuwandeln in einer absolut unaggressiven Art und Weise. Respekt. Was an Bhutan natürlich neben der Natur wirklich faszinierend sind die Klöster. Mir persönlich am besten gefallen hat Tango Monastery. Das ist ein wunderschöner Walk durch Pinienwälder. Es riecht total gut. Man ist eigentlich alleine und dann kommt man an das Kloster, das aus dem 16. Jahrhundert ist, und ist da alleine. Das ist faszinierend. In diesen Einsiedeleien wohnen Mönche, die sich für einige Zeit für intensive Meditation zurückziehen. Während sie hier leben, essen sie nur in der Nacht und haben ein Schweigegelübde abgelegt. In jedem Kloster gibt es Gebetsmühlen in unterschiedlichen Größen. Die Buddhisten glauben, dass die Gebete, die in den Behältern stecken, durch das Drehen freigesetzt und erfüllt werden. Für den Wochenmarkt in Thimphu kommt die Landbevölkerung von weit her, um hier ihre Ware an den Mann zu bringen.
Der Memorial Chorten befindet sich im Zentrum von Thimphu. Angestellte kommen in der Mittagspause zum Beten. Wie bei allen Stupas laufen sie mindestens dreimal im Uhrzeigersinn um sie herum. Die Richtung ist wichtig, denn die Bhutanesen sind abergläubig. Und alles andere, glauben sie, bringt Unglück. Auf dem Berg liegt das Changanka Lakhan, ein Kloster, das vor allem bei Eltern sehr berühmt ist. Sie kommen aus dem ganzen Land hierher und nehmen lange, anstrengende Wege auf sich, um von den Mönchen einen Namen für ihre Kinder zu bekommen. Von hier hat man einen Blick über Thimphu, der einzigen Hauptstadt der Welt, die keine Ampeln besitzt. Der König musste der Volksstimmung klein beigeben, die diese zu unpersönlich fand. Jetzt steht wieder ein Polizist an der einzig größeren Kreuzung und winkt die wenigen Autofahrer durch. Thimphu ist seit 1952 Sitz der Regierung und auch der König hat hier sein Arbeitszimmer. Mit viel Glück sehen wir den fünften König Bhutans, Jingme Kesa Namgyel Wangchung, als er gerade aus dem Dzong kommt. Nach ihm kommen die Regierungsangestellten, alle in traditioneller Tracht. Alle Dzongs in Bhutan befinden sich hier in einem Gebäude, Religion und Staat. In einem Holzfeuer werden flache Flusssteine so lange erhitzt, bis sie rot glühen. Das damit erwärmte Wasser und mit Kräutern versetzte Hearthstone Bath soll heilende Wirkung haben. Dass es sehr erholsam ist, können wir auf jeden Fall bestätigen. Als 2003 Bhutan von Assam angegriffen wurde, war das für die Bhutanesen ein riesiger Schock. Glücklicherweise konnte der Konflikt mit nur einem Toten aber beendet werden. Die heutige Queen Mutter war darüber aber so glücklich, dass sie auf dem Duchala Pass dieses Denkmal bauen ließ. Wir folgen den Wegweisern zum Fruchtbarkeitstempel Chimle Lakhang. Chimle Lakhang gilt in Bhutan als Fruchtbarkeitstempel und wird oft von Frauen besucht, die keine Kinder bekommen können. Puna K.
Carcassonne war bis 1952 Hauptstadt und Sitz der Regierung. An dieser steilen Treppe hat die Königsmutter das erste Mal den berühmten vierten König gesehen, den sie kurz darauf heiratete. Puna Carcassonne wurde 1637 vom Mann, der das Land vereint hat, gebaut. Wie in jedem Kloster schmücken auch hier viele Malereien die Wände. Das Lebensrad und die vier Freunde findet man immer wieder. Das Leben Buddhas wird für uns zu einer Lehre in Geduld. Jamyang, unser Führer, erzählt uns anhand der Wandmalereien im Tempel stundenlang, wie man zur Weisheit gelangt. Wenn ich nach meiner Unruhe gehe, bin ich noch sehr weit davon entfernt. Der Weg nach Bumthang führt uns über höhere Pässe, als wir jemals zuvor waren. Siwong ist unser Fahrer, der uns heldenhaft die Serpentinen hoch und wieder runterbringt. Er war Volleyballmeister, Schulrektor, Fahrer, Tourguide und Schauspieler. Und vor allem ist er sehr nette Unterhaltung. 2008 is a very, very big year for our country. We have three most important things that's happening in 2008. And there are number one, 100 years of monarchy, two, our fifth king's coronation, and the first democracy in the country. Am 14. Dezember 2006 dankte der vierte König zugunsten seines Sohnes ab. Mit 52 Jahren wäre allein dieser Schritt ungewöhnlich genug, aber das eigentlich ungewöhnliche ist, dass er nicht nur seine Macht, sondern die aller kommenden bhutanesischen Könige abgibt. Er eröffnet freiwillig den Weg in eine konstitutionelle Monarchie. Die ersten zwei Könige haben von dem mächtigen Trongsanzong aus regiert, das von 1543 bis 1644 gebaut wurde. Nach dem letzten Pass haben wir endlich den Bumthang District erreicht. Bumthang gilt als das spirituelle Herz Bhutans und ist reich an kleinen Klöstern und Kapellen.
Mein schönstes Erlebnis hier in Bhutan war Jampa Lakang. Das ist ein kleines Kloster aus dem 7. Jahrhundert in Bumthang. Und wir sind da morgens angekommen und um das Kloster sind die ganzen Pilger gelaufen mit ihren Gebetsmühlen und von der Stimmung her total super gut. Und dann gehst du in dieses Kloster und der Caretaker schließt dir jede Tür auf und du kommst da rein und ein Licht, wie du es dir schöner nicht vorstellen kannst. Und irgendwie ist das dann alles so, dass du dann irgendwie eben Geld spendest und dann kriegst du das Wasser und streichst dir über den Kopf und es ist schon irgendwie total besonders. Und was mich auch wahnsinnig daran fasziniert, sind die Wandmalereien, die teilweise aus dem 7. Jahrhundert sind und absolut unrestauriert. Manchmal sind sie eben mit Decken verhangen, aber teilweise kannst du dann doch irgendwie mal kurz drunter lupen. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Sachen, lass mich nachrechnen, seit ewigen Zeiten da sind und ich sie jetzt anschauen kann und dass diese Traditionen so erhalten sind, das ist eigentlich das, was mich am Bhutan am meisten fasziniert hat. Ja, aber du hast es immer. Im 11. Jahrhundert hörte der tibetische Heilige einen gewaltigen Donner, den er für die Stimme eines Drachens auf Bhutanesisch Truk hielt. Diese Stimme proklamierte laut die Lehren Buddhas. Der Heilige gründete daraufhin die Sekte Trukpa Kagyupa. Als diese dann im 17. Jahrhundert die bhutanesische Staatsreligion wurde, war auch der Name des Landes gefunden. Truk Yul, das Land des Donnerdrachens. Das Tigernest ist das berühmteste Kloster Bhutans und ist in jedem Reiseführer und auf vielen Postkarten zu finden. Der Pilgerweg ist steil und heiß. Aber im Gegensatz zu den meisten Touristen, die sich von den Ponys hochtragen lassen, nehmen wir uns ein Beispiel an dem 82 Jahre alten Abt, der ursprünglich aus Shigatse in Tibet kommt und laufen die 2 Stunden den Berg hoch. The main reason why tourists they visit our country is that they come for holiday. Second is that mainly due to our natural environment. Third is a rich cultural heritage.
fourth is spiritual, being our country is a religious country. The Royal Government of Bhutan, as there is an increase in the number of tourism, so the Department of Immigration, they issue a limited number of permits to visit temples, fortresses, monasteries. As from my point of view, I think our rich cultural and heritage will be preserved. Zurück in Paro wimmelt die kleine Stadt vor Menschen. Heute beginnt das berühmte Paro Chechu, das Klosterfest, das nur einmal im Jahr stattfindet. Schon lange vor Beginn der Feier pilgern die Menschen den steilen Serpentinenweg hinauf zur Klosterburg. Die Bevölkerung trägt ihre traditionellen Kleider. Die Männer den Go, einen mantelartigen Umhang aus gestreiftem Baumwoll- oder Seidenstoff, dessen Oberteil durch einen gewebten Gürtel knielang gerafft ist. Die Frauen, die Kira, ein langes Kleid, das durch zwei Broschen zusammengehalten wird und Medaillenschärpen gebunden wird. Alle Bhutanesen wollen wenigstens einmal im Leben an einem großen religiösen Chechu-Fest teilnehmen. Was sie zum Essen brauchen, bringen sie selbst mit. Immerhin dauert die Zeremonie 5 Tage. Es ist ein Fest der magisch-religiösen Tänze, Dramen und Pantomimen. In farbenprächtigen Seiden- und Brokatgewändern bewegen sich die Tänzer nach einer strengen Choreografie. Was Fremde bloß für Folklore halten könnten, ist heilige Zeremonie und lebendiger, sakraler Kult eines Volkes, das seine kulturelle Identität ungebrochen bewahrt hat.